kann natürlich jetzt nicht alle 100 Milliarden aufzählen. Aus Frankreich gibt es aber noch Crêpe Salé. Sehr junger, geiler französischer Name. Spieler, der sehr jung ist, aber auch schon ziemlich gut. Oh, okay. Wir sehen, es geht hier schnell los. Ubapo gegen Skyvania, was kann man über dieses Matchup sagen? Auf jeden Fall, dass es hier um den dritten Seed geht. Und der ist wichtig, einfach weil es um die Top 12 geht. Also wer gewinnen will, muss hier gewinnen. Ich weiß auch gar nicht, wie das Matchup von Dakan zu... Das ist kein schöner. Kein guter Start. Nee. Ich weiß nicht, wie das Matchup zwischen den beiden aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr... Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein gutes Matchup für Zero Suit ist. Ja, ja. Die ist ja wirklich einfach... Du kannst mit ihr wirklich so akkurat durch Sachen durchmanövrieren, genau. Dass es vielleicht schwer ist für Dakant, sie auf Abstand zu halten. Und das ist im Endeffekt das, was er will. Ne? Dakant ist ja auch kein so gewöhnlicher Zoner wie jetzt Villager oder wie Toonling und so, sondern er halt... Also bei Dakant geht es ja auch sehr viel um Koordination einfach. Mhm, voll. Er ist so ein Logistiker-Charakter. Ja, genau. Okay, die Dose, die muss hier stehen und dann tue ich hier noch so Typen hin. Wie mit Snake. Oh. Nur, dass du Snake auch als traditionelleren Zoner spielen kannst, das finde ich nur persönlich ein bisschen langweiliger. Ich finde es irgendwie cooler, wenn so ein Snake so einen Masterplan hat und dann, da lag das C4. Dann einfach so Granate auf den Kopf springen, dann kommt hier noch das C4, dann kommt noch die Abwehr. Ja, sowas macht Spaß. Diese alten Wargasm-Kombos aus Brawl. Ich habe auch vorhin noch gegen... wie war das nochmal? Irgendein Snake habe ich vorhin noch gespielt. Aber, und der hat... Vielleicht gegen Eistee? Ach, ist gut möglich. Aber der hat einfach die ganze Stage explodieren lassen. Skeddy ja heute nicht da. Oh, okay, Upsmash, der war wichtig mit dem Low Profile. Aber er muss jetzt halt 70% irgendwie raus. Und gegen Zero Suit ist das echt mies. Weil wenn sie dich einmal hat, dann hat sie dich. Und jetzt langsam kommt er auch in Up-B-Range. Ja, er braucht Momentum. Und ich merke auch gerade, dass er im Moment... könnte... Da ist der Up-B. Nee, doch, das killt. Nein, nicht wieder. Ich bin auch heute so oft, ich hätte so oft noch aus Toten raus, die einen könnten. Ja, ich habe das auch einmal gesehen, wie du schon so, okay. Und dann merkst du so, warte, ich bin noch drin. Und gerade, wo du wieder im Game bist. Wo ich gerade wieder rein wollte. Ja. Ja, aber juckt im Ende. Ja, safe. Channel Points, yeah. Na, wie viele... Können wir eine Nachricht vorheben, während wir hier casten? Wie heißt das hier? Bojenboni, ne? Bojenboni? Wir haben schon 7700 Bojenboni. Alter. Kann jemand mithalten? Hat jemand mehr als wir? Ich glaube nicht. Wie viele Viewer haben wir überhaupt? Wir casten doch eigentlich nur, damit die Spieler sich am 10. Alter, 10 Viewer. 10. Insane. In Sahne, Junge. Ja. Oh, guck mal, ein starker Start. Ja, 31%. Ich wünsch mir auf jeden Fall, dass das Set ein bisschen geht. Also nicht nur diese zwei Games, ich möchte drei Games haben. Also, ja, gute Wahl, glaube ich, von Skyvania hier auf Yoshis zu gehen. Kann ich mir doch vorstellen. Da kannst du dann vielleicht auch noch ein bisschen besser recovern. Er hat ja einen Walljump. Du kannst aus der Up-B raus Walljumpen. Okay. Ich finde das irgendwie lustig, dass das letzte Mal, als wir gecastet haben, hattest du dann gemeint, oh, ich hoffe, dass das Match hier nicht zu lang geht und dass es nicht wieder bis zum Ende kommt. Und jetzt sagst du, soll doch bitte noch zum Match 3 gehen. Ja, okay, da haben wir es, siehst du, der Walljump. Also diesmal haben wir ja noch Zeit. Also wir haben zwar überzogen, aber ja, also mit Cruise haben wir überzogen. Aber das ist okay. Heute sind wir nicht so viele Leute, deswegen denke ich, das wird auf jeden Fall. Genau. Okay. Alles klar. Gut. Also, wir sind hier komplett even. Genauso will ich das haben. 7694 Bojen. Alter, PP05. PP05. Ja, der MVP. Ja, wirklich. Der MVP. Du brauchst noch 6 mehr als wir. Nee, wir haben 7000. Ja, doch. Du brauchst noch 6 mehr, dann hast du mehr als 4. Das nächste Mal, wenn der Channel Points drauf kommt. Wir achten auf jeden Fall nicht immer drauf, deswegen, ich glaube, bald wirst du die Number One hier sein.
habe irgendwie so lustige Channel-Point-Sachen, wie irgendwie Wasser trinken oder sowas. Habe ich noch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Können wir ja nur mal drauf gucken, während wir aber gut trotzdem kommentieren, natürlich. Ja, ja, klar, ich wollte einmal aus Neugierde. Naja, es gibt nichts Besonderes. Ja, ich tue mich da auch schwer, was Besonderes zu finden, aber ich finde auch, wenn man diese Punkte sammelt, ich bin ein Gamer, halt sammeln immer, ne? Ja, ja, klar, immer. Aber wenn es dann noch irgendwas gibt, was einen interessiert, ist natürlich echt schon noch ziemlich cool. Jetzt gerade Zero Suit kommt gar nicht mehr zurück, das ist... Sky hält ihn gerade sehr, sehr stark auf Distanz. Das macht hier viel mit der Frisbee. Unfassbar. Braucht hier jetzt aber auch den Kill, damit er schön weglaufen kann. Jetzt im Moment. Jetzt hat halt Zero Suit extrem viel Möglichkeit zu. Mies. Scheiße. 140%, dafür brauchst du jetzt aber auch nicht großartig Rage, um zu killen. Bei einem Char wie Zero Suit. Also eine Up-Air würde reichen, eine Dose würde jetzt wahrscheinlich auch reichen. Jump outgecallt. Oh, das ist. Das ist immer so schön, wenn es immer so close wird, weil du weißt ganz genau, ja, jetzt gerade zum Beispiel, wenn einmal der gecallt wird, dann ist er halt tot. Mhm. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei Skyvania, recovered nicht gut. Recovered springt gerne so on stage wie jetzt eben gerade. Mhm. Geht nicht wirklich an die Ledge. Ja, das ist zu obvious. Das ist zu obvious, kann man zu leicht punishen. Auch da wieder, das kann man zu leicht punishen. Muss da immer patient bleiben. Immer patient bleiben. Auch wenn man ungern an der Edge ist, es ist besser als, direkt gepunished zu werden, ne? Das mache ich irgendwie extrem oft mit Rob, wenn ich den mal spiele. Mit Terry springe ich nicht so oft auf die Stage. Mit Terry gehe ich eigentlich fast immer inzwischen an die Edge. Oh. Problem ist, oh Gott. Oh mein Gott. Ja, also. Problem ist nur, dass ich bei Terry immer Get-Up Attack mache und das ist halt extrem leicht readable. Mhm. Es ist halt ein schlechtes Habit, so on stage zu kommen. Mit Zero Suit siehst du das Habit wahrscheinlich auch sehr oft, einfach weil die Up-B so gut ist. Mhm. Da wirst du dann nicht so oft gepunished einfach. Oh mein Gott. Oh, das könnte es sein. Ah. Eine gute Recovery brauchen wir jetzt. Komm. Er hat sogar noch einen Wandsprung gemacht. Mhm. Er hat wirklich um sein Leben da gerade gekämpft. Nein. Sehr traurig. Ich hätte gerne noch ein Game 3 gesehen, ehrlich. Ja, das zweite Game war schon viel spannender als das erste und wie gesagt, ich hätte gerne noch ein Game 3 gesehen.